So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ne? Ich muss euch sagen, mir ist schon wieder so schlecht. Wir sind den ganzen Tag nur am Essen. Wir waren vorhin, gestern hier Burger, Aschaffenburger, dann vorhin hier Britzer, also so Brezelpizza. Nachher wollen wir den Aschaffenburger Deluxe, danach will er noch zum besten Döner der Stadt. Und jetzt sind wir hier beim, wo sind wir? Im Schluchthof. Schluchthof. Er sitzt nämlich, wie ihr seht, hier in einer Schlucht, in einer tiefen. Und haben wir gesehen, da gibt es Weißwurstburger. Wenn wir schon mal hier sind, müssen wir die natürlich testen. Eigentlich wollte der Biala was essen? Ich vergesse es immer zu. Sardinen. Was ist deine Vorspeise? Frittierte Sardinen. Frittierte Sardinen. Müsst ihr euch vorstellen, sieht ungefähr so aus. Und dann gab es hier noch Kellertrübes. 17,44. Das heißt, ich trinke mir jetzt Hunger an, damit ich den Weißwurstburger noch essen kann. Und nach dem Weißwurstburger gibt es noch den Aschaffenburger, den Lüx, und dann gibt es noch den Döner. Bester Döner. Emir Dag. Ein Pokémon, wer kennt es nicht? Mal gucken, ob wir das heute alles noch runterkriegen. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. So, hier seht ihr beim Biala mal seine frittierten Algen. Ach nee, wie hieß es nochmal? Sardinen. Frittierte Gardinen, genau, so genau. Sehen die aus. Hier noch Brot, wer kennt es nicht? Schnitzel bei Pupsi mit Bratkartoffeln, grüne Soße. Deswegen ist es ja das hessische Schnitzel, weil da grüne Soße dabei ist. Das war doch richtig, oder? Mhm. Dann haben wir mal in Limburg beim Crazy O, habe ich mal grüne Soße gegessen. Was schubst du mich denn rum? Und hier haben wir den Weißwurstburger mit Käse, mit Soße, mit zwei dicken, fetten Scheiben Weißwurst und Gurken dabei. Ich habe extra gesagt, ob man den auch ohne Beilage nehmen kann. Normalerweise waren dann noch so spezielle Kartoffeln dabei, noch so ein besonderer Salat. Aber weil ich ja eh schon satt bin eigentlich, den trotzdem testen möchte, müssen wir den jetzt natürlich so nehmen, mit Spisser hier, schönes komisches Brot. Seht ihr, den zieh mal raus, stellen euch wieder auf das Bier, nehmen den in die Hand, beißen rein. Gucken mal, was der Geschmack uns sagt. Wir müssen hier rüber. Sonst sieht man nämlich wieder Pupsi und dann löscht die wieder das Video und meldet das. Ne? Du warst gar nicht dabei beim Jägermeister-Video. Das hast du bestimmt auch gemeldet, dass das gelöscht wird. Ja, der ist schön fettig und tropft. Hier ist Röstzwiebeln mit drauf. Eine komische, was auch immer, Paste. Ne? Schön Röstzwiebeln, Käse. Wir nehmen das hier mal noch kurz ab für das Fleisch, dass ihr das Fleisch noch mal seht. Hier dieses Weißwurstfleisch, Betty. Die Gurken unten dabei. Drehe noch mal so rum. Da ist auch noch süßer Senf. Muss natürlich dabei sein. Das ist im Prinzip wie die Pizza vorhin, nur eben als Burgerform jetzt. Packen das wieder zusammen. Spielt nicht mit dem Essen, ja? Das überlasst das mal den Profis. Fühlt sich auf jeden Fall auch hier sehr knusprig an. Ist ja auch wie so ein Laugenbrötchen, würde ich dazu sagen. Beißen wir hier rein, wo die Gurke rausschaut. Ach verdammt. Jetzt ist hinten einfach alles rausgerutscht. Ich versuche es gerade mal zusammenzuziehen. Also geschmacklich, das Brötchen ist voll in Ordnung. Wir haben nur von dem Weißwurst-Patty nichts abbekommen. Gut. Nehmen wir das Senf unten mit raus. Auch richtig intensiv. Ja, genau. Irgendwie schmeckt diese Weißwurst genau wie die Bratwurst, die wir immer zu Hause machen. Die ist bestimmt auch so Bratwurstbrät im Endeffekt dabei. Das ist wie nur ein Burger von McDonald's. Das ist alles so, hat diesen besonderen Touch. Das ist das Bayerische, genau, ihr wisst Bescheid. Wir werden das auf jeden Fall jetzt noch essen. Danach geht es natürlich immer noch weiter. Ich bin schon gespannt. Schmeckt aber trotzdem gut, ist auch nicht so riesig. Das heißt, ich könnte es vielleicht überleben und nachher eben noch weitermachen. Heute richtige Fressorgie. Wenn nicht, irgendwann muss ich mir was einpacken, muss es mitnehmen. Schluchthof. Wisst ihr Bescheid, wenn ihr auch mal einen Weißwurstburger essen wollt, kommt mal in den Schluchthof. Da gibt es natürlich auch Beilagen dazu und einen Salat. Ich jetzt einfach ohne irgendwas, nur für den Burger noch einmal hier.
nur für den Fleck. So, und jetzt können wir uns auch Besteck nehmen und in Ruhe essen. Das sieht also auch nicht mehr so böse aus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.